Vielen Dank fürs Einschalten. Im heutigen Review-Video geht es um den InWerk Masterlift 4, einen elektrischen, höhenverstellbaren Schreibtisch. Mittlerweile der zweite Tisch, den ich hier reviewe. Der erste konnte mich ja seinerzeit leider nicht so überzeugen. Das war der FlexiSpot E8, zu dem ich ein sehr tolles Video produziert habe. Das habe ich euch jetzt hier mal irgendwo an den Rand verlinkt. Müsst ihr draufklicken. In dem Video gibt es auch einiges zur Background-Story, warum ich hier überhaupt einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben möchte. Erspare ich euch in diesem Video, um mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das erste Video an. Sehr, sehr toll, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Hier geht es jetzt wirklich erstmal primär um das Produkt, um den Masterlift 4. Und bei der Beschreibung wirkte es schon so, als ob er meinen Anforderungen etwas gerechter werden kann als der FlexiSpot-Schreibtisch. Die Anforderungen sind jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern halbwegs zu erwarten bei so einem Tisch. Zum einen soll er möglichst stabil stehen. Ich habe viele Geräte auf diesem Tisch positioniert, die haben ein hohes Eigengewicht und ich möchte einfach im Stehen wie im Sitzen stabil an diesem Tisch arbeiten können, ohne dass mir jetzt der Monitor vor den Augen hin und her wackelt. Punkt 2 hat mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun. Höhenverstellbare Schreibtische sind in der Regel etwas teurer, speziell der Masterlift 4 kostet schon zwischen 900 und 1000 Euro inklusive Tischplatte. Dafür erwarte ich dann wiederum eine gute Qualität, eine gewisse Robustheit und eine Langlebigkeit. Da werden wir ein Auge drauf werfen. Punkt 3 geht in Richtung Usability bzw. Benutzerfreundlichkeit. Ich mag es einfach und schnell und der Tisch soll sich einfach und gut bedienen lassen, ohne groß kompliziert zu sein. Und wenn der Tisch Punkt 4 auch noch gut dabei aussieht oder vielleicht sogar ein bisschen unique herüberkommt, ist das auch noch ein Pluspunkt. Und wenn diese vier Punkte für mich erfüllt sind, ist es eigentlich schon, naja, fast ein sicherer Kauf. Also das sollte schon klar sein. Der Masterlift 4 bringt noch ein paar Features darüber hinaus mit, die das Ganze noch zusätzlich interessant machen. Da gucken wir jetzt erstmal drauf, um uns ein komplettes Bild von diesem Tisch zu machen. Und ich werde diesen Tisch auch während des Videos immer ein bisschen mit dem FlexiSpot 8 vergleichen, damit ihr später die beste Kaufentscheidung für euch fällen könnt und damit ihr wisst, worauf man insgesamt achten kann und auch achten sollte. Die Frage lautet, warum ist mir bei meiner Suche der Masterlift 4 besonders positiv aufgefallen? Dazu werfen wir einen kurzen Blick auf die Eigenschaften des Tisches. Zunächst einmal ist der Masterlift 4 mit Tischplatte stolze 88 Kilogramm schwer und somit ziemlich massiv. Dadurch sollte er allein vom Gewicht her schon sehr stabil stehen. Die breiten eckigen Standfüße lassen den Tisch recht besonders aussehen, was ihm sogar den Red Dot Design Award eingebracht hat. Sowohl für die Gestaltung der Standfüße als auch für die Tischplatte gibt es viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Die Beine können entweder lackiert, verchromt oder in Kombination geordert werden, während es die Tischplatte in verschiedenen Farben und Größen gibt. Die Melaminharz-Tischplatte wirkt in der Beschreibung robust und somit office-tauglich. Organisationstalente können viel Zubehör dazu bestellen, wie eine optisch passende Leuchte, Kabelmanagement-Tools oder eine PC-Halterung. Der Tisch läuft mit angeblichen 47 Dezibel recht leise für einen höhenverstellbaren Tisch. Die Höhe kann nicht nur am Tisch selbst verstellt werden, sondern auch ganz modern per App und Bluetooth. Zudem bietet der Tisch noch eine smarte Erinnerungsfunktion, wenn man zu lange in einer Position verweilt. Alles in allem ein rundes Paket, welches ich mir dann auch bestellt habe. Die Montage beginnt zunächst mit dem Auspacken sämtlicher Kartons. Da die Pakete und Bauteile recht schwer ausfallen, empfiehlt sich der Aufbau zu zweit. Das macht die Arbeit sicherer und man kommt zügiger voran. Und weil ich so vorbildlich bin, habe ich natürlich den Großteil der Montage für das Video alleine vollzogen. Vereinfacht gesagt, tut nicht das, was ich hier tue, sondern tut, was ich sage und empfehle. Nach dem Auspacken geht es direkt mit den Standfüßen los. Schrauben und Co. waren alle in ausreichender Menge vorhanden. Es ist nach Blick in die Anleitung auch schnell klar, wo welche Teile hingehören. Ein Verbindungselement zeigte leider einen recht deutlichen Lackschaden. Da es aufgebaut nicht sichtbar ist, habe ich es mal so hingenommen und vorerst weitergemacht. Die Hubsäulen werden fest mit den Standfüßen verbunden. Durch die Querstreben in der Konstruktion werden sie an mehreren Punkten stabilisiert. Thank you.
Die erste Ernüchterung kommt bei der Montage der Tischplatte. Diese besitzt keinerlei Vorbohrung und muss daher frei montiert werden. Es macht Sinn, die Tischbeine zuerst grob in die angedachte Position zu bringen und im Anschluss die Verbindungsstreben einzusetzen. So hat man ein durchgehendes Gestell, welches sich einfacher positionieren lässt. Um einen symmetrischen Aufbau zu gewährleisten, müssen erst lästige Messungen mit dem Lineal durchgeführt werden. Das kostet Zeit und muss für ein gutes Ergebnis auch sehr sorgfältig gemacht werden. Da die Hubsäulen nicht komplett bündig mit der Tischplatte abschließen, müssen die Abstände zum Rand mehr oder weniger per Augenmaß geschätzt werden. Anschließend müssen alle Löcher vorsichtig vorgebohrt werden, damit sich die Schrauben gerade eindrehen lassen. Ist das Gestell fertig montiert, lassen sich die Querstreben im Vergleich zum Flexisport E8 sehr leicht justieren, ganz ohne Schleifspuren und Lackschäden. Sind Gestell und Tischplatte verbunden, gilt es, die Elektronik zu montieren. Das ist nicht besonders schwierig, wird aber unschön durch selbstklebende Klettbänder gelöst, welche die Kabel an der Unterseite festhalten. Das sieht nicht nur wild aus, sondern hält auch im Zweifelsfalle nicht so gut. Nach diesem Arbeitsschritt ist der Tisch einsatzfähig. Er sollte zu zweit umgedreht werden, da es nahezu unmöglich ist, alleine 88 Kilogramm zu stemmen, ohne den Tisch oder die Bandscheibe zu beschädigen. Bei mir hat auf Anhieb alles funktioniert, sodass ich den Tisch direkt in Position bringen konnte. Im Vergleich mit Flexispot macht Inverk hier nicht so eine gute Figur bei der Montage und Inbetriebnahme. Das liegt hauptsächlich an der Tischplatte. Und das fängt schon bei der Anlieferung an. Die Masterlift-Tischplatte wird nur in Papier eingewickelt, angeliefert mit so ein paar Schaumstoffbumpern an den Ecken. Das fand ich sehr überraschend, weil sie dadurch deutlich anfälliger für Transportschäden ist. Und es liegt dann immer ganz bei der Spedition, ob die sorgfältig damit umgeht. Wenn nicht, hat man halt schon von vornherein Katscher drin. Dagegen wird wirklich die Tischplatte von Flexispot sehr gut verpackt angeliefert, mit dickem Karton drumherum, mit Styropor, mit Schaumstoff, mit Folien. Da kann also wirklich nichts passieren. Punkt geht daher bei der Anlieferung oder für die Anlieferung an Flexispot. Bei der Montage gab es halt, wie ihr gesehen habt, auch Probleme. Die ist auch bei Flexispot besser gelöst durch die Vorbohrungen in der Tischplatte. Stellt sich gar nicht die Frage, wo jetzt irgendwas hin muss, weil man sieht es ja und kann es sofort festschrauben. Der ganze Arbeitsschritt fällt dadurch deutlich kompakter und einfacher aus, geht auch schneller von der Hand und punktet hier auch einfach sehr überzeugend. Währenddessen man beim Masterlift alles selbst einzeichnen muss. Ja, man kann behaupten, man hat da eine gewisse Freiheit, das selbst zu montieren. Die habe ich jetzt allerdings gar nicht benötigt. Und fand es übertrieben bzw. stressig. Ein weiterer Punkt geht auch an Flexispot. Stichwort Cable Management, was beim Masterlift hier irgendwie in meinen Augen sehr rudimentär ausfällt. Ich verstehe halt nicht, warum man da so exorbitant lange Kabel anliefert. Man weiß ja ungefähr, wie lang oder wie breit so ein Tisch sein kann. Das heißt, warum nicht passende Kabel direkt mitliefern, die gar nicht so geknüttelt werden müssen. Wäre auch nicht so schlimm, wenn man das zumindest optisch irgendwie verblenden könnte. Das geht ja zumindest bei Flexispot sehr gut. Da ist einfach ein Blech unten drunter, sodass man die Kabel gar nicht sieht. Punkt geht hier optisch, aber funktional auch an Flexispot. Verstehe ich nicht, warum das beim Masterlift nicht hier standardmäßig auch so gehandhabt wird. Schade.
Kleiner Punkt geht trotzdem an Inwerk, an den Masterlift. Beim Stichwort Sauberkeit, die Tischplatte war komplett sauber, die musste ich nicht erst aufwendig reinigen wie bei FlexiSpot. Da waren ja noch so Schmierflecke drauf, die man irgendwie runterpiddeln musste. Da hat man wieder ein bisschen Zeit verloren, die man bei der Montage gewonnen hatte. Kann sich im Zweifelsfall ausgleichen, aber trotzdem glaube ich, dass die gesamte Punktzahl hier bzw. das Gesamtergebnis deutlich für FlexiSpot spricht. Kommen wir zur Begutachtung. Wie schlägt sich also der fertig zusammengebaute Tisch? Die Standfestigkeit überzeugt von Anfang an. Es gab hier zum Glück keine unschöne Überraschung wie beim FlexiSpot-Schreibtisch. Ein Wackeln tritt bei mir tatsächlich nur auf, wenn ich bewusst an der Tischplatte ruckle. Um die Stabilität möglichst sichtbar zu demonstrieren, habe ich mein 200mm Objektiv mit maximaler Zoomstufe auf den Monitor ausgerichtet. Und wie ihr seht, kann man die Pixel förmlich schon zählen, während das Fadenkreuz verblüffend stabil im Fokus der Kamera bleibt, egal ob der Tisch hoch oder runter gefahren ist. Die sichtbaren Wackler, die es vielleicht noch gibt, sind zumindest für meine Augen bei normalem Abstand nicht mehr wahrnehmbar. Für seine Stabilität kriegt der Masterlift 4 von mir daher die volle Punktzahl, sogar mit extra Sternchen, so überzeugt bin ich von seiner Standfestigkeit. Kommen wir zur Tischplatte. Nach der umständlichen Montage konnte mich auch die Qualität nicht richtig überzeugen. Nach wenigen Wochen sind bereits kleine Blessuren und Schrammen sichtbar, obwohl der Tisch nach Office-Maßstäben normal beansprucht wird. Froh bin ich darüber nicht. In Zukunft werde ich deutlich sorgsamer mit dem Tisch umgehen müssen, um weitere Macken zu vermeiden. Die Tischsteuerung, namentlich der Master Guide, funktioniert anders als erwartet. Statt eines simplen Hoch-Runter-Schalters besitzt der Tisch einen offenbar druckempfindlichen Hebel, der auch kleinste Justierungen ermöglicht. Anfänglich führte das zu einem irritierenden Stottern, bis ich gemerkt habe, dass ich genug Druck beim Hebel ausüben muss, um den Tisch durchgehend zu bewegen. Keine Ahnung, ob das so sein soll, aber wenn man es weiß, kann man damit relativ normal arbeiten. Ich habe hier übrigens die einfachste Master Guide-Ausführung montiert. Alternativ kann der Tisch auch per App bzw. Bluetooth gesteuert werden. Es handelt sich hierbei nicht um eine von Inwerk gebrandete App, daher weiß ich nicht, inwiefern die App mit dem Unternehmen zu tun hat. Die App funktioniert einwandfrei und connectet sich problemlos mit dem Tisch. Mir persönlich erschließt sich aber kein praktischer Use Case, in dem ich die App der manuellen Tischsteuerung bevorzugen würde. Sowohl per App als auch am Master Guide selbst lassen sich ohne Komplikationen Tischhöhen speichern, die man ebenfalls ohne größere Aufwände auch ansteuern kann. App und Tisch bzw. Master Guide sprechen leider nicht verlässlich miteinander. So hatte ich es zwar mal geschafft, die App-Einstellungen zur Tischhöhe mit dem Master Guide zu überschreiben, konnte dies beim Videodreh aber nicht mehr reproduzieren. Sobald die App neu gestartet wird, scheinen gespeicherte Tischhöhen im Master Guide gelöscht zu werden. Am einfachsten ist es, sich entweder für die App-Presets zu entscheiden oder ausschließlich die am Tisch gespeicherten Favoriten zu nutzen. Eine weitere Funktion des Tisches ist die Erinnerungsfunktion. Mit dieser kann man sich dazu motivieren, den Tisch in bestimmten Intervallen zu verstellen. Die Standardintervalle reichen von 45 bis 55 Minuten. Ein ähnliches Feature liefert auch die App, hier allerdings in Form von Tageschallenges, die progressiv zu längeren Stehzeiten auffordern. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Design. Das Design des Tisches gefällt mir ausgesprochen gut. Er hebt sich durch seine extravaganten, fast schon brutalistischen Standfüße von der Masse ab, während die besondere Verschweißung die Hubsäule an mehreren Punkten stabilisiert. Daher auch die besagte Standfestigkeit. Bei der Lautstärke hat mich der Tisch ein wenig überrascht, denn Inwerk beschreibt den Masterlift 4 mit knapp 47 Dezibel als besonders leise. Meine zugegebenermaßen laienhafte Messung gibt einen maximalen Wert von bis zu 60 Dezibel aus. Der Motor dröhnt ziemlich hörbar und ist auch in Nebenräumen definitiv wahrnehmbar. Ob es sich hierbei um einen absichtlich falsch angegebenen Wert handelt, kann ich fachlich nicht beurteilen. Daher fühlt euch frei, meine Messung selbstständig zu interpretieren. Der Support von Inwerk versicherte mir zumindest, dass der Tisch so in Ordnung sei. Ein gutes Feature ist der Sicherheitsstopp, der den Tisch anhält und zurückfährt, wenn er auf ein Hindernis stößt. So sind zumindest grobe Beschädigungen an Unterschränken oder anderen Gegenständen relativ unwahrscheinlich.
Kommen wir zum Fazit. Verglichen mit dem Flexi-Spot E8 erfüllt der Masterlift 4 seine Hauptaufgabe zu meiner vollsten Zufriedenheit. Es ist ein stabiler Tisch, an dem man gut arbeiten kann. Ich kriege kein Gewicht, keine Stromschläge. Das ist auch was Positives. Das Design gefällt mir wirklich gut. Es ist originell und individuell. Und mit dem Support habe ich grundsätzlich auch gute Erfahrungen gemacht, auch wenn ich jetzt kein Problem durchexerziert habe. Aber muss man ja auch nicht zwingend. Technisch finde ich, sind die Tische tatsächlich vergleichbar, zumindest was die Tischplatte und die Elektronik angeht. Da hat jetzt keiner die Nase eindeutig vorn, wobei ich da sagen muss, dass FlexiSpot nicht schlecht abschneidet, was die Montage und Betriebnahme angeht. Und das Cable Management, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, das sind so die Kritikpunkte, die ich am Masterlift dann auch hatte. Trotzdem ein guter Tisch, ich kann es nochmal nur betonen, den ich auch gerne empfehle. Er bleibt aber aufgrund dieser ganzen Dinge unter seinem vollmundigen Qualitätsversprechen. Für 500 bis 700 Euro, also in der Preisrange vom FlexiSpot-Tisch, wäre er perfekt untergebracht preislich. Ich finde, für knapp 1000 Euro ist er etwas zu teuer für das, was geliefert wird, ist aber eine subjektive Meinung. Das müsst ihr dann entscheiden mit eurem Portemonnaie. Kann ich euch jetzt nicht so vorwegnehmen. Von mir gibt's für Zocker und Homeoffice-Arbeitskräfte einen Daumen nach oben. Wie gesagt, guter Schreibtisch. Ich habe ihn ja auch hier noch in Verwendung und werde ihn nicht zurückschicken. Das sollte euch ja schon Beweis und Testimonial genug sein. Ja, mehr lässt sich auch eigentlich gar nicht sagen. Wenn es Kritikpunkte gibt, dann gibt es auch hier die Chance, glücklicherweise daran selber was zu ändern. Man kann eine eigene Tischplatte verwenden, vielleicht sogar eine Massivholzplatte. Man muss das manuelle Panel nicht manuell bedienen, man kann auch die App nehmen und auch für das Cable Management kann man sich bei Bedarf ja noch selber eine Lösung ausdenken, indem man selber noch irgendwie eine Blende da dran schraubt. Das geht ja alles. Deswegen ist das kein Gamebreaker oder sowas. Meine anschließende Frage lautet jetzt natürlich, welchen Tisch haltet ihr für interessanter oder besser? Den hier vorgestellten Masterlift 4 oder den FlexiSpot E8? Gibt es da irgendwelche Markenpräferenzen, die ihr teilen wollt mit der Welt da draußen? Wie lauten überhaupt eure Erfahrungen mit höhenverstellbaren Schreibtischen? Schreibt was in die Kommentare. Ich will alles dazu wissen, damit wir uns auch austauschen können, ein paar Tipps geben können. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten und verabschiede mich mit diesen wohlgemeinten Worten. Bis zum nächsten Video. Euer Timmy von Tim's Modern Gear und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir einfach ein Like da lasst oder vielleicht sogar ein Abo, damit ich einfach weiß, dass das, was ich hier tue, für euch hilfreich ist. Macht es gut!